Nun darf ich mich hier einem der Oberhauptprofis im Sicherheitsgeschehen Mainz der letzten Jahre zuwenden. Waldemar Kindler. Liebe Kindler, ich darf einfach zunächst ganz persönlich sagen, in unseren gemeinsamen Jahren hier im Innenministerium, das waren immerhin 6, waren Sie für mich stets ein hochgeschätzter Ratgeber. Erst im letzten Jahr durfte ich Sie einen wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Ihr polizeilicher Werdegang begann 1975 mit der Verstaatlichung der Münchner Polizei. Dort haben Sie die neue Personalabteilung mit aufgebracht. Bereits 1987 waren Sie erstmals hier im Haus tätig. Seither haben Sie sich insbesondere als Architekt umfangreicher Strukturverbesserungen im Personalbereich einen Namen gemacht. Dank Ihrer sind Bürgernähe, sind soziale Kompetenz, sind Kommunikations- und Konfliktfähigkeit Grundpfeiler der Dienstleistungsbehörde Bayerischen Polizei geworden. Heute sind diese Schlüsselqualifikationen maßgebliche Kriterien bei der Personalauswahl und natürlich zentraler Inhalt bei der Aus- und Fortbildung. Als Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung haben Sie die Bayerische Polizei zu einer modernen Polizei weiterentwickelt. Und es kam deshalb von ungefähr, dass Sie dann Kraft Ihres einfach überzeugenden Engagements als Person als Erste überhaupt den Titel, die Funktion des Landespolizeipräsidenten in Bayern entsprechend erhalten haben. Sie haben dieser Funktion ein Gesicht. Ihre Amtszeit fiel in bewegten Zeiten. Ich denke an die Terroranschläge in Amerika am 11. September 2001. Ich denke an die Großereignisse bei uns in Bayern, die Fußball-WM 2006, den Besuch unseres bayerischen Papstes oder das Thema der Wegfall der Grenzkontrollen zu Tschechien. Es ist viel geschehen in diesen Jahren. Dazu kam die Reform der Polizeiorganisation, die Sie zwar nicht erfunden oder verschuldet haben, aber wo es Ihre Aufgabe war, etwas Gescheites daraus zu machen, wenn ich das so sagen darf, nachdem es andere sozusagen erfunden haben. Sie haben es geschafft, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein zukunftsfähiges Modell zu schaffen, das heute auch anderen deutschen Ländern als Vorbild dient. Sie waren nicht nur langjähriger Vorsitzender des Arbeitskreises 2 der Innenministerkonferenz, für die, die das gesagt hat, AK, ist nur was da für Insider, die wissen zum Vorteil von AK 2, der IMK spricht, das ist vielleicht so ein typisches Fachkauderwäsche. Auf Deutsch sagt, ist das die Konferenz aller Landespolizeichefs aller Bundesländer. Und insofern ist das schon ein nicht ganz unwichtiges Gremium. Und wenn ein Bayer über so viele Jahre hinweg immer wieder, der wird ganz demokratisch gewählt, das wird von niemandem erwartet, sondern die wählen dann auch ganz demokratisch, wenn ein Bayer immer wieder von den Kollegen in diese Funktion gewählt wird und gesagt wird, ja, der Kindler soll das machen, dann spricht das auch ein bisschen für sein Fingerspitzengefühl, weil das natürlich bedeutet, in so einem Gremium kann man nicht, so wie ich hier in den Sonntagsreden, nicht jede Sitzung damit beginnen. Wir in Bayern sind sowieso die Allerbesten. Ja. Da macht man sich auf Dauer nicht nur beliebt bei den Kollegen, da muss man dann mal die Themen auch über anders angehen. Der Kindler hat es verstanden. Es ist letztendlich immer so klug und geschickt geworden, dass wir uns in vielen, vielen Fragen schon mit den bayerischen Konzepten durchsetzen konnten, aber das trotzdem nie als oberlehrerhaft erschienen. Sie waren auch Mitglied der Taskforce der europäischen Polizeichefs. 2013 erhielten Sie das große silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich. Auch dank Ihrer hervorragenden bundes- und europaweiten Vernetzung haben Sie Maßstäbe für die innere Sicherheit bei uns gesetzt, haben aber eben, und darum sage ich das auch, viel Anerkennung weit über die bayerischen Grenzen ausgeführt. In Ihrer Zeit als bayerischer Polizeichef ist Bayern zum unbestrittenen Spitzenreiter der inneren Sicherheit in Deutschland geworden. Und das sind wir bis heute geblieben.
Lieber Kindler, ich könnte persönlich noch vieles andere erzählen, hinzufügen. Nur Positives, selbstverständlich, weil der Ausdruckgrenzen der Polizeipräsident in der zweiten Partei. Nur Positives, selbstverständlich, lieber Kindler. Eines war, der Partner sagt das ganz persönlich, ich habe es ja schon kennengelernt, bevor ich Innenminister wurde, aber es war dann auch in dieser Zeit hier gemeinsam im Haus. Es war rundweg wirklich sehr, sehr angenehme, eine gute, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich möchte Ihnen dafür ganz persönlich sehr, sehr herzlich danken, aber eben auch für das, was Sie insgesamt über Jahrzehnte hinweg für den Freistaat Bayern und für die Menschen in diesem Land geleistet haben. Vielen herzlichen Dank, liebe Herr Kinder, und alles Gute auch weiter. Nochmal zu mir, bitte. Schauen Sie noch einmal hin.